es vollzog, der Todesstrafe war die einzige Frage. Ich wusste nicht, wann es vollziehen wird. Ich habe nicht den sogenannten dummen Optimismus einiger Bekannten geteilt, die immer noch glaubten, dass es überhaupt unmöglich ist, dass man uns vernichtet, wenn so wie sie in einem Arbeitslager geschieht, dann arbeiten ist wichtig für den Krieg. Und sie wollten darin glauben, deswegen haben sie darin geglaubt. Ich sagte immer, ihr seid verrückt. Ich war 14 Jahre alt, noch nicht ganz 15, in dieser Periode. Ich sagte, wenn wir dorthin gehen, wo sie uns schicken, werden sie uns töten. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Weisheit kam. Das war ein Weisheit. Wahrscheinlich haben Kinder bessere Instinkte als Erwachsene. Wahrscheinlich hatte diesen Instinkt, dass wir nie dorthin gehen müssen sollen, wo man uns schickt. Das habe ich immer gesagt. Ich bin nie dorthin gegangen, wo man uns geschickt hat. Aber doch, ich glaube, mein Überleben war ein Zufall gewesen. Alle Überleben im Allgemeinen war in Ungarn ein Zufall, wo man halbe Millionen Juden in 3,5 Jahren getötet hat in Auschwitz und plus, ich weiß nicht, viele Tausende, die Freikreuzer nach Oktober 15 haben noch getötet. Das heißt, im Leben zu bleiben, was immer ein Spiel spielt. Wir haben nicht gespielt, aber mit uns hat man gespielt. Und das heißt, ob ich schwarz oder rot oder was, welche Nummer sie uns änderten, davon hängt es ab, ob wir leben, leben. Mein Vater, der mich am besten sehr nahe zu mir stand, wurde von einem Internierungslager nach Auschwitz gebracht, ja, deportiert und Gott getötet. Ich habe noch immer seinen kleinen Brief, ein Zettel daraus von dem Waggon herausgeschissen hat. Interessanterweise ein so kleines Zettel. Auf dem kleinen Zettel sagt er auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. In kleinen Zettel mit Bleistift geschrieben. Und da steht darin unsere Adresse. Was ist wichtig für mich? Auch das ist wichtig. Jemand hat diesen Zettel gefunden in einem, wie sagt man, Envelope in Deutsch. In Kuvert gesteckt, aber Kuvert die Adresse geschrieben und auch etwas, auch Geld ausgegeben. Auch Geld ausgegeben, dass dies uns erreichen soll. Das heißt, da kam ich zur Konklusion und das habe ich wieder immer mir gesagt, dass es gute Menschen doch gibt. Sie sind in Minderheit, aber wirklich die Welt hängt. Wir von den guten Menschen ab. Und die andere Sache, die ich gelernt habe, darüber auch geht auch die Geschichte, dass wenn ein Mensch alleine ist, dann ist er vielleicht bereit zu helfen, aber wenn die zwei sind zusammen, wird er nicht bereit zu helfen, denn er wird sich fürchten von den anderen, wenn er hilft. Übernehmen. Ich bin in der Linie nach Auschwitz, waren wir mit meiner Mutter und ich habe meiner Mutter gesagt, springen wir aus von der Linie. Es kam eine elektrische, eine Straßenbahn, sagte, wir müssen herausspringen. Auf der elektrischen und können doch die Gendarmen nicht schießen, das ist unmöglich. Es gab noch sehr viele, ich möchte nicht sagen, wie viele Angelegenheiten, wo ich entschlossen habe, nicht dorthin zu gehen, wo sie uns schicken. Aber einmal hatten wir ein Problem gehabt. Unser Haus war ein sogenanntes Gelb-Sternhaus, war zum internationalen Ghetto geschickt. Und wir wollten zum internationalen Ghetto, wir brauchten Schutzpässe haben. Wir hatten falsche schweizerische Schutzpässe, die Zionisten fabriziert haben. Aber falls wir in der Grenze des internationalen Ghetto waren, dort die Freikreuzer, sie haben gesagt, zeigen Sie uns das Schusspass, Sie haben das gezeigt, Sie haben sie gerissen. Das heißt, Sie haben keinen Schusspass. Da wir nachdenken, wie können wir dorthin hineinkommen? Wenn wir den Schusspass zeigen, wir jetzt zeigen, wenn wir keinen Schusspass haben, können wir nicht rein. Dann habe ich zur Idee gekommen, dass man einen deutschen Soldaten finden soll, der uns begleitet. Denn die Freikreuzer würden nichts gegen einen deutschen Soldaten machen. Die ganze Leute den ganzen Haus ausbringen. Das ganze Haus nicht nur uns, nicht nur das war mit dem ganzen Haus. Alle dürfen wollen.
Da sagt er mir, ich muss einen Österreicher ansprechen. Ich sagte, das ist Blödsinn. Wohin weiß ich, dass jemand ein Österreicher ist? Und wo glauben Sie, der Österreicher sind besser als Deutsche? Ich habe, glaube nicht. Aber ich sage, ich werde einen ansprechen, der allein ist und kein SS ist. Allein ist, Wehrmacht ist und allein. Der erste Wehrmachtmann, den ich angesprochen habe, sagte, wir sind Juden von der gelben Starhaus und wir wollen in der Massagetto, aber die Leute dort an der Ecke, die Weinkreuzer, waren unser Schutzpass. Zerreißen. Bitte begleiten Sie uns. Der erste Mann, den ich angesprochen habe, hat uns begleitet. Der erste Mensch. Das war eine gute Idee, der allein ist. Wenn Sie zwei sind, machen Sie es nicht. Für das Gute. Die Menschen haben einen enormen Wunsch, um gut zu sein. Ja? Gut zu sein. Sie leben es nicht gern, wenn man sagt, dass sie schlechte Menschen sind. Kein Mensch glaubt von sich, dass er schlimm ist, schlecht ist. Alle wollen doch gut sein. Und wenn es eine Möglichkeit sich anbietet, sich selbst zu zeigen, dass der gute Mensch ist, groß entsetzlich ist die Verführung für das Gute. Sehr schön. Entsetzlich ist das Verführung für das Gute. Das ist sehr gut gemeint. Das heißt, das habe ich erlebt. Das heißt, ich habe ganz verschiedene Sachen in dieser Situation gelernt. Ich habe gelernt, was es heißt, zu Tode verurteilt sein. Ich hatte gelernt, wie man sich in schweren Situationen entscheiden soll. Ich habe auch gelernt, dass gute Leute es doch gibt. Man muss sie nur finden. Und das habe ich auch gelernt. Menschen, die allein sind, sind eher bereit, etwas Gutes zu tun, als Menschen, die zwei oder drei in der Gruppe sind. Die Gruppe ist das Schlechteste. In der Gruppe fürchten sich alle, sie fürchten und den anderen. Das habe ich auch in der kommunistischen Zeit wieder beobachtet. Wenn die drei sind, gucken auf den anderen und ob angezeigt werden. Aber wenn jemand allein ist, dann vielleicht das ist ganz was anderes. Ja, das heißt, ich war sehr viel von dieser Situation gelernt. Ich habe auch sehr wenig in einem vielen Traumas von der Situation ausgekommen. Zwei wichtige Traumas, die Herr nur nach einigen Jahren wurde. Aber am Ende, habe ich diese Träumen, abgeschüttelt, wie ich sagen würde, und probiert ein normales Leben zu führen. Mein Vater ist nicht nach Hause gekommen, meine erste Liebe. Das heißt, ein junger Bursch, der 16 Jahre alt war, wurde von dem Feldkreuzler zwei Tage von der Befreiung totgeschossen. Und noch eine Sache, Befreiung ist sehr wichtig. Befreiung ist nicht Freiheit. Das habe ich auch gelernt. Von der Befreiung folgt nicht notwendigerweise Freiheit. Das habe ich auch gelernt. Ich mache einfach weiter und Sie können ja dann sozusagen da nochmal ansetzen. Sie sind Philosophin geworden, weil für Sie Auschwitz und der Stalinismus, weil Sie Auschwitz und den Stalinismus, in dem Sie für Ihre aufrechte Haltung ebenfalls verfolgt wurden, verstehen wollten. Die Freiheit wurde in Ihrem Leben und in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zum zentralen Prinzip. Ihr kategorischer Imperativ lautet: Handle steht so, als ob die freie und vollständige Entwicklung eines Menschen und die Aufhebung des Leidens jeglicher Personen von deinen Handlungen abhinge. Sie waren ein mutiges Kind, das haben wir eben gehört. Sie sind eine mutige Frau. Wir wissen ja aus der Geschichte und aus dem heutigen Alltag, dass Menschen oft deshalb anderen schaden können, weil die Mehrheitsgesellschaft gleichgültig ist, schon vielleicht in der Gruppe mit zwei, aber dann auch noch mit mehreren, oder zugunsten eigener Vorteile wegschaut oder sogar mitmacht. Das haben wir ja auch hier in diesem Unternehmen Topf von Söhne, das mitgemacht wurde, ohne eigentlich feste Überzeugung. Meine Frage, wie kann denn Ihr Imperativ, dass man quasi für alle anderen mitverantwortlich ist im Sinne des Guten, wie kann man das erreichen? Also wie kann man erreichen, diese Freiheit, nicht nur diese Freiheit zu erreichen,
mit diesen Menschen? Das kann man nicht erreichen. Man kann sich nur annähern. Erreichen kann man es nicht. Es gibt keine absolute Freiheit. Und mein Wunsch, meine Begierde oder mein Bedürfnis von Freiheit kam doch sehr in meine sehr jungen Jahre. Vielleicht habe ich in diesem Buch erwähnt, ich habe einmal zugehört in der Diskussion meiner Eltern. Meine Mutter ärgerte sich, sagte, diese Agi, ich bin Agi gegangen, diese Agi ist so schlecht unerzogen. Und mein Vater antwortete, dieser Agi ist unerziehbar. Und mein Vater hat da recht, ich war immer unerziehbar geworden, das ist mein Charakter. Das, ich wollte nicht es verändern und ich konnte es auch nicht verändern. Ich war immer unaufziehbar geworden, auch später das geworden. Freiheit. Ja, Freiheit, was heißt Freiheit? Sehr viele Sachen kann Freiheit bedeuten. Das heißt für mich, Freiheit der größte Wert gewesen war, dass das brauchte ich nicht von der Philosophie lernen. Aber später auch von der Philosophie, für die Philosophie, besonders die moderne Philosophie und auch für die Modernität, ist Freiheit und Leben die zwei höchsten Werte. Und unsere Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, ist aus Freiheit begründet, doch Freiheit ist ein Grund, der überhaupt nicht begründet. Das ist ein Problem. Denn wir, alle anderen Gesellschaften werden auf etwas gegründet, Gott existent, gegründet, zum Beispiel. Auf dem Kaiserreich, was es war. Aber was heißt, dass unsere Gesellschaft Freiheit gegründet ist? Wir haben den Satz, dass alle Menschen frei geboren sind. Was heißt dieser Satz? Hat es einen Sinn? Überhaupt keinen. Was heißt, dass alle Menschen frei geworden sind? Sind als Babys geworden, sind nicht all das, aber nicht frei. Wir sind abhängig, wir abhängig geworden. Da alle Menschen sind frei geworden, heißt nur, dass wir alle Menschen so behandeln sollen, als ob sie alle frei geworden wären. Das ist ein moralischer Satz, also kein ontologischer Satz, dass alle Menschen frei geworden sind. Das ist ein moralischer Satz. Und kommen wir zurück zu was du gefragt hast. Ich bin nicht Philosoph geworden, weil ich über Auschwitz und den Gulag schreiben wollte. Ich bin Philosoph geworden, weil ich mich selbst als Philosophen wählte. In einer Lukács-Klasse, wo ich Lukács sprechen hörte, kam ich zur Konklusion, dass ich überhaupt keinen Wort verstehe. Aber das ist natürlich diese Sache, ich muss das verstehen, deswegen wurde ich Philosoph. Aber falls ich schon Philosoph gewesen war, dann meine größte, sagen wir, ich möchte Verantwortungen, nicht Interessen, Verantwortungen, waren die Welt zu verstehen. Und was musste ich verstehen? Ich musste in einer symbolischen Weise, ich musste doch Auschwitz verstehen. Ich musste verstehen, wie Menschen dazu fähig sind, kleine Kinder in Gaskammer zu schicken. Wie kann das möglich sein? Was ist die moralische Möglichkeit? Das wollte ich die Frage stellen. Ich möchte Ihnen hier sagen, dass ich diese Frage nicht beantworten konnte. Also man kann Auschwitz überhaupt nicht verstehen. Ich wollte es verstehen. Obwohl in der Sache von Gulag. Ich wollte es fragen, welche gesellschaftliche Bedingungen sollen existieren, dass man ganz Europa in der Gulag mit verschiedenen Lagern bestellt, das heißt, Europa ist voll auf vier verschiedenen Lagern. Wie konnte das im Allgemeinen passieren, dass Europa ungefähr 60 Millionen Europäer getötet haben im 20. Jahrhundert? Nur 60 Millionen Europäer, über Nicht-Europa nicht zu sprechen. Wie kann es sein? Wie kann dort dazu kommen? Das sind die Fragen, die man stellen muss. Das heißt, ich habe einfach gestellt, für mich selber gestellt. Aber beantworten kann man diese Frage mindestens, ich glaube, die Auschwitz-Frage überhaupt nicht. Die Gulag-Frage, ich meine, ist auch nicht beantwortet. Aber mindestens Gulag gibt es eine Rationalität, dann Leute, die man als Feinde, glaubt, dass sie Feinde sind, und ins Lager zu schicken und dort sie in eine Art von Arbeit sie ausführen, das ist nicht sehr rational. Aber den Juden nach Auschwitz zu schicken, hat überhaupt keine Rationalität. Es hatte keinen Grund. Man kann keinen Grund dafür finden. So wollte ich auf diese Frage antworten. Deswegen war ich interessiert in Moralphilosophie und der Philosophie der Geschichte bis zum
Ich sage, bis zu meinen 50er Jahren habe ich mich wesentlich nur über mit diesen zwei Fragen beschäftigt. Ethik, das ist Philosophie der Moral und Philosophie der Geschichte, um diese Fragen beantworten zu können, die man nicht beantworten kann. Aber natürlich, Philosophie ist immer über Fragestellung und nicht über Antworten. Nach Auschwitz wollten und wollen Sie mit Ihrer Philosophie eine neue Welt errichten. Vielleicht widersprechen Sie mir jetzt, aber das habe ich so gelesen. Sie wollten eine neue Welt errichten nach Auschwitz, sich daran beteiligen. Sie wurden Marxistin und Assistentin von Georg Lukács, waren aktiv am ungarischen Volksaufstand gegen die Sowjets beteiligt und bekamen nach der Niederschlagung 1956 und bekamen nach der Niederschlagung Berufsverbot an der Universität in Budapest. Was war der Marxismus für Sie damals? Und wie denken Sie heute darüber? Ich war erst Kommunist und nur dann Marxist. Denn in Ungarn, in den Bibliotheken, konnte man kein Marx lesen, außerhalb dem kommunistischen Manifesto. Aber man konnte nur Lenin und Stalin lesen und George Damov lesen, aber die Werke von Marx waren in den Bibliotheken geschlossenes Material. Nur nach 1953 konnte ich schon Marx lesen. Da war ich kein wirklicher Kommunist mehr, aber da fing ich an, Marxist zu sein. Da habe ich dann besonders den jungen Marx, so verliebt in den jungen Marx, in der Konzeption der Ende der Entfremdung, dass menschliche Gattung und die menschlichen Individuen sich vereinigt werden und so weiter und so weiter. Alle diese anthropologischen Utopien habe ich sehr ernst genommen und sie waren für mich sehr wichtig gewesen. Ich war nie im Kapital interessiert, in diesem wichtigen Buch, weil ich damals nicht sehe, was ein utopischer Gedanke, utopischer Marxismus, in allen meinen Büchern werden Sie utopischer Marxismus finden, auch im Alltagsleben, das noch heute sehr populär ist, wo ich sagte, wir brauchen keine politische Revolution, wir brauchen das, die Revolution des Alltagslebens. Ja, Revolution des Alltagslebens, das war meine Idee gewesen. Und das System der Bedürfnisse, das Konzept der Marx von Überbedürfnisse. Ich war damals, habe ich mich ganz und gar als Marxist bestimmt und habe dann auch, wie nach Lukács Initiative, in der sogenannten Renaissance von Marx teilgenommen. Das Renaissance von Marx ist auf der Voraussetzung, beruht auf der Voraussetzung, dass alle Interpretationen von Marx schlecht sind, dass dann muss man zu Marx zurückkehren und ihn wieder einmal interpretieren und in einem anderen Sinne interpretieren. Das war mein Marxismus gewesen. Und damals, Kommunismus natürlich, hatte noch immer nicht in der Partei, war ausgeschlossen von der Partei, das ist eine andere Sache. Wegen der Ungarischen Revolution war ich ausgeschlossen von der Partei. Sie hatten gesagt, dass ich ein Bourgeois-Individualist bin. Damals hatte ich es verneint. Ich glaubte, ich bin eine gute Kommunistin, aber am Ende habe ich zur Konklusion gekommen, die Partei hat immer recht. Ich kann kein Kommunist, ich glaubte, dass ich kein Kommunist bin. So sagt die Partei, hatte Recht gehabt, ich hatte Unrecht gehabt, ich habe mich selbst missverstanden. Ein Freund beschrieb mein Kommunismus in der folgenden Weise: Nach deiner Meinung ist das Wesen gut, ob alle Erscheinungen schlecht sind. Alle Erscheinungen sind schlecht, doch ist das Wesen gut. Das ist Nonsens, ja? Aber das war für eine Weile mein. Da glaubte ich in der Reformierbarkeit des Sozialismus. Das hatte mit Kommunismus sehr wenig zu tun. Ich glaubte bis zu 1968 in der Reformierbarkeit des dann real existierenden Sozialismus, wie er sie nennt. Nach 1968 wusste ich, dass das nicht der Fall war. Diesen Sozialismus kann man nicht reformieren. Das heißt, wir müssen eine andere gesellschaftliche Einrichtung oder eine politische Einrichtung hier etablieren, was ich damals so nannte als demokratischer Rechtsstaat. Das war mein Ausdruck. Ich habe damals nicht über Demokratie geschrieben, das mache ich heute. Damals habe ich über demokratische Rechtsstaat gesehen, dieser Sozialismus ist unreformierbar. Das wäre damals meine Meinung gewesen. Und da habe ich der Marxismus, ich war nie Anti-Marxist gewesen. Ich liebe nicht Ismen. Ich habe gesagt, ich brauche überhaupt keine Ismen. Die Zeit der Ismen ist vergangen. Ja?
Ich bin kein Marxist, bin auch kein Anti-Marxist, ich bin auch kein Feminist. Ich bin auch kein Anti-Feminist. Ich bin überhaupt kein Ist-Sein. Denn die Philosophie ist persönlich geworden. Das Unmenschliche ist eine menschliche Möglichkeit, sozusagen eine Möglichkeit des Menschen zu handeln. Diese im 20. Jahrhundert wie in keinem anderen sichtbar gewordene Tatsache wird ja auch im Untertitel Ihres Buches Geschichte und Grundlagen für Menschliches und Unmenschliches angesprochen. Beziehen wir diese Frage auf die Welt der Vorurteile, die Sie untersucht haben. Wir Menschen brauchen Vorurteile, mit Bindestrich Vorurteile, weil wir unsere Umgebung und unser Gegenüber schon einschätzen können müssen, bevor wir zu einem Urteil in der Lage sind. Meine Frage, wo verläuft die Grenze zwischen den notwendig und moralisch unschädlichen Vorurteilen und den Vorurteilen, die anderen Menschen schaden? Wie erkennen wir diese Grenze? Das ist sehr schwer, die Grenze zu erkennen. Es ist wichtig doch, die Grenzen zu suchen. Was du gesagt hast, bin ich einverstanden. Wir alle haben Vorurteile. Wir sind in die Welt hineingeworfen, ja? Und wir sind doch ganz Fremde in unserer Welt, wo wir hineingeworfen sind, total Fremde. Und außer uns ist doch die Gesellschaft, wohin wir eingeboren sind. Und sie sagen uns etwas. Wir glauben, was sie uns sagen. Nur Urteile, wir glauben auch die Urteile. Es ist eine andere Frage, dass Kinder auch die Fragen stellen, die sie nicht von außen bekommen. Warum ist das so und nicht anders? Was ist der Grund von dies und das? Was ist das Ziel von dies und das? Warum darf ich kein Vanille-Eiscreme essen? Ja, wie sagt man Eiscreme Deutsch? Essen. Warum muss ich dann meinen Onkel grüßen? Ja? Sie stellen diese Frage und gleich wird die Mutter antworten, stelle nicht dumme Fragen. Das ist so, weil es so ist. Und das ist die Ende der Geschichte. Und wenn Sie ein wenig aufwachsen, dann haben Sie es schon, meinen Sie schon, das ist so, weil es so ist. Das heißt, Sie nehmen als die, sage ich, Vorurteile ihrer Gesellschaft, ihrer Familie, ihres Kreises als selbstverständlich an. Aber dann kommt ein Problem, das heißt, der Entstehung des Gewissens. Natürlich hat die Moralität, das wollte ich dir nicht sagen, heute war es nichts, keine Zeit dazu, zu philosophisch, es tut mir leid. Das heißt, wir haben zwei moralische Autoritäten. Eine Autorität ist der Blick der anderen. Die anderen sehen uns und wir fühlen uns scham. Wir fühlen uns scham. Der andere ist Scham, ist eine, sagen wir, moralische Autorität. Der Auge der anderen. Simone de Beauvoir sagt doch, dass die Auge der anderen, Blick der anderen uns konstituiert. Das ist nicht ganz so. Denn wir haben doch eine andere Autorität. Das ist unser Gewissen. Das ist kein Blick, das ist die Stimme, die innere Stimme. Eine Stimme und ein Blick. Und natürlich, wenn man die Stimme sich entwickelt, wenn sie entwickelt, dann kann man anfangen, eine Distanz zu diesen Urteilen, Urteilen haben, was wir als fertig bekommen haben. Wir können uns diesen Urteilen distanzieren und auf einen besonderen Grund distanzieren. Warum sollen wir distanzieren? Weil einige Urteile, die gesellschaftliche Urteile sind, anderen Menschen Schaden tun. Nicht alle Vorurteile tun anderen Menschen Schaden. Es gibt persönliche Vorurteile. Ich hasse diesen Mann und ich sage allen, das ist ein schlimmer Mann, das ist ein Vorurteil, aber es ist gesellschaftliches Vorurteil. Ja, es kann gesellschaftlich sein, weil dieser andere Mensch ein schwarzer Jude oder ich weiß nicht, homosexuell ist und mein Vorurteil die ganze Gruppe betrifft. Dann ist das gesellschaftliche Vorurteil geworden. Das ist die Grenze. Das ist schon eine Grenze, dass man persönliche Erfahrungen und persönliche Vorurteile nicht in gesellschaftliche Vorurteile verwandeln soll. Das ist ein moralischer Sollen. Die andere Sache ist, den anderen Menschen Schaden zu tun.
Das heißt, wenn andere Menschen Schaden tun, wo wir wissen, dass wir anderen Menschen Schaden tun, so oft tun wir Schaden anderen Menschen, ohne es zu wissen, natürlich. Ja, aber jetzt bespreche ich einen Fall, wo der Mensch vor der Wahl steht, ob der Mensch ungerecht gegen andere Menschen sein will oder Ungerechtigkeit erleiden. Das ist schon, dass Sokrates die Frage stellte und er sagte, es ist besser, Ungerechtigkeit erleiden, als gegen andere ungerecht zu sein. Und der andere Partner, der mit ihm diskutierte, sagte, ach nein, schau mal, alle Menschen, wenn sie vor solchen Wahl stehen, eher sind ungerecht gegen andere, als sie selbst Ungerechtigkeit erleiden. Und ich würde sagen, dass die Definition des Guten des Menschen ist, ein Mensch, die für sie wichtig sind, die Grenzen zu sehen, sind die Menschen, die es wahrhalten, dass es besser ist, Ungerechtigkeit erleiden, als gegen andere etwas zu tun. Das ist, dass die es als wahr anerkennen. Das ist nicht bewiesen. Aber wenn sie es wahr anerkennen, dann können sie die Grenze finden, wo die Grenze ist. Die Grenze kann man nicht immer findet man die Grenze. Aber es gibt doch etwas über Hannah Arendt gesprochen. Wir können für Erziehung bitten. Ja, wir können sagen, wir sind, es tut uns leid. Wir haben etwas getan, was wir nicht tun wollten. Bitte verzeihen mir. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, falls wir die Grenze nicht gefunden, nicht gut gefunden haben, später es korrigieren. Sie sprechen davon, dass Ungarn zwei Traumata erlebt hat. Und die Bearbeitung beider Traumata im Staatssozialismus sowjetischer Prägung unterdrückt wurden. Zum einen Trianon, das ist der Vertrag, also vergleichbar oder mit Versailles. Zum einen Trianon, das meint den Verlust von über zwei Drittel des ungarischen Staatsgebietes nach dem Ersten Weltkrieg. Und zum anderen den Holocaust, in dem 565.000 ungarische Juden von den Deutschen und mit Unterstützung der ungarischen Behörden und der ungarischen Nationalsozialisten ermordet wurden. Wie sieht es mit der Bearbeitung dieser Traumata im heutigen Ungarn aus? Das ist eine wichtige Frage, denn ein Volk muss sich mit einem Trauma sich auseinandersetzen. Ebenso wie eine Person. Deine Trauma erlebte, sich mit diesem Trauma auseinandersetzen soll. Was ist der erste Schritt? Traumaerzählung. Alle Psychologen wissen es. Traumaerzählung ist der erste Schritt. Man erzählt, man spricht über diese Trauma, wie Donna Anna in Don Giovanni über ihre Trauma zu Don Ottavio gesprochen hat. Ja, hat er erzählt, dass jemand wollte mich doch vergewaltigen. Das ist ein großes Trauma. Er hat ein Schrecken, wir es aus Wissen darüber sprechen. Wir müssen die Wahrheit, mindestens was wir wahrhalten, über diese Trauma sagen. Das ist Traumaerzählung. Da, über Trianon und über den Holocaust ist nie zu einer, sagen wir, offiziellen Traumaerzählung auch nie gekommen. Das heißt, in der heutigen Periode hat man nur über Trianon gesprochen. Trianon war natürlich eine Ungerechtigkeit. Aber es war nur über die Ungerechtigkeit gesprochen. 3 Millionen Ungarn blieben in anderen Ländern, Nachbarländern, außer nicht in Ungarn. Das heißt, es war wirklich eine große Ungerechtigkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Ungarn das meiste geleitet, viel mehr als Österreich, obwohl die österreich-ungarische Monarchie zusammen im Krieg eingetreten war. Es ist eine große Ungerechtigkeit gewesen. Und diese Ungerechtigkeit hat der Horthy dazu benutzt, Nationalismus in Ungarn in Ultranationalismus zu verwandeln. Ungarn war sowieso ein Nationalstaat, ein Nationalstaat gibt es Nationalismus, aber wollte ein Ultranationalismus verwandeln, wieder gegen andere. Ja? Ein Nationalismus ist nicht nur eine Identität mit uns selbst, ist, aber die Identität ist gegen den anderen gerichtet. Das war ein schlechtes Verständnis für den Trianon. Und davon folgte, dass er von Hitler
ein Teil der diesen Länder zurückbekam. Ja? Deswegen hat sich Ungarn zum Narzissmus, mit dem Narzissmus vereinbart und alliiert. Das war nicht notwendig, aber das war der Grund dazu. Wir können von Hitler das zurückbekommen. Eine entsetzlich schlechte Politik, darüber spricht er nicht. Und natürlich, Holocaust passierte in der Horthy-Periode, obwohl es nur nach der deutschen Besatzung, aber Horthy war noch immer, also Horthy war noch immer in der Macht geblieben. Hitler hat ihn in der Macht gelassen. Das heißt, in dieser Zeit wurden in 3,5 Monaten 5 Millionen Juden nach Auschwitz und anderen Plätzen geschickt waren. Das passierte unter Horthy. Er hätte protestieren können, am Ende hat er protestiert. Deswegen waren die Budapester Juden nicht deportiert. Am Ende hat er protestiert, weil der Papst und Roosevelt ihm gewarnt hat, dass er vor dem Gericht stehen wird, wenn ich protestiere. Das heißt, von eigenem Interesse hat er es gemacht. Auch sein Sohn hat, weil Sohn da nicht ein Gegennazi gewesen war, hat doch ihn auch überzeugt. Von dem Krieg hinaustreten. Hinaustreten hat ihm nicht gelungen, denn natürlich hat er es schlecht gemacht, schlecht organisiert und die Freien Kreuzer haben die Macht übernommen. Das war eine terroristische Regime, eine extrem Nazi-Regime, aber es dauerte nur 3 Monate, da kam die Sowjetarmee nach Budapest und war befreit. Das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Nach der Befreiung, da kam es schon 2 Jahre von einer Art von Demokratie. Dann kam Kommunismus. Kommunismus hat alles wieder unter den Teppich geschrieben, jetzt beide. Es gab überhaupt kein Trianon, da wir sind mit den freundschaftlichen Völkern umarmt. Ja, alle sind Freunde unter uns, wir sind nur Freunde. Und natürlich passiert danach, war überhaupt kein Narzissmus, man sprach aber Faschismus, hat man überhaupt keinen verschiedenen Typen Narzissmus und Faschismus verstanden, wollten sie es nicht verstehen. Und die Faschisten haben Kommunisten getötet. Das Wort Jude kam, konnte man überhaupt nicht in der Öffentlichkeit aussehen. Natürlich, die jüdische Gemeinschaft war auch in einer Weise in diesem Pakt zusammen. Sie haben auch nicht darüber gesprochen, was mit Juden passierte. Sie haben sich in eine eigene Gemeinschaft, eine eigene Menschheit, die dort war, zurückgezogen. Und sie sind sie geblieben, aber nicht von der Öffentlichkeit. Sie haben überhaupt nichts darüber gesagt. Das waren die ganzen Kader-Regime. Im anderen der Kader-Regime waren noch einige beinahe Verinterpretationen von Trianon und Holocaust, aber das war nicht wirklich dafür, nichts passierte. Nach der Systemwende, der alles wieder einmal unter die Treppe geschoben. Das heißt, das war auch in der sozialistischen Regierung gefallen. Die Sozialisten drauf, na, wir haben natürlich eine gute Konstitution, wir haben gute Institutionen, wir sollen sich mit diesen Sachen nicht beschäftigen. Die sind alte Sachen. Warum müssen wir uns in die Vergangenheit zurückgehen? Wir müssen sich mit der Zukunft befassen und der Gegenwart. Vergangenheit ist nicht interessiert. Das heißt, die ganze Arbeit der Erinnerung, der geschichtlichen Erinnerung, war außer den Möglichkeiten der damaligen, nicht nur der Sozialisten, auch der Freien Demokraten, das heißt der Liberalen Partei, sie haben damit überhaupt nichts zu tun. Und natürlich konnte man über Trianon nicht sprechen, das war Nationalismus für sie gewesen. Das, wenn man über Trianon spricht, das ist Nationalismus. Wir sollten überhaupt nichts viel mit den Ungarn außerhalb der ungarischen Grenze zu tun haben. Dann kam die Orban-Regierung. Die Orban hat beide Sachen nach der Tagesordnung geschehen. Verfälscht, einseitig, in einer ganz verrückten Weise, doch beide sind auf die Tagesordnung geschehen. Jetzt kann man über Trianon sprechen, man schreckt über Trianon in extremer nationalistischen Weise, wieder einmal, als in der Horthy-Zeit, aber wieder einmal spricht man über Trianon. Sie sprechen aber auch über Holocaust.
Der ungarische Präsident zum Beispiel war in Auschwitz, hat eine große Rede gehalten. In diesem Sinne, Sie sprechen über Holocaust viel mehr, als die Sozialistische Partei damals getan hat. Aber in einer Verfälschung, ich möchte die Verfälschung, in zwei Verfälschungen, weil die jüdische Gemeinschaft hat protestiert, deswegen erwähne ich nur zwei. Die eine Verfälschung ist die Ausstellung eines Denkmals für die deutsche Okkupation von Ungarn. Dieses Denkmal sieht so aus, dass es gibt ein Engel in der Mitte, unschuldiges Ungarn, und da kommt der deutsche Adler und herunter und frisst diesen unschuldigen ungarischen Engel. Das ist natürlich nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe erzählt, warum das nicht wahr ist. Das waren drei antijüdische Gästen vor der deutschen Besatzung. Eine Sache war wahr, war keine Menschen getötet, keine ungarische Staatsbürger getötet. Natürlich andere, die keine Staatsbürger waren, waren zu Kommunist Podolsk geschickt und getötet. Und sie waren, darüber spreche ich jetzt nicht. Die Frage ist, sie haben, und andere Sache möchte ich sagen, dass ich habe schon Kamenis Podolsk erwähnt, dass sie eine Institution Geschichte institutionalisiert haben, und der Direktor, er war ein Fidesz-Mensch, und hat über Kamenis Podolsk gesagt, dass gegen die Fremden gerichtet war, ein administrativer Schritt, die das Land gegen den Fremde machte. Das war natürlich Deportation, es sind ungefähr 40.000 Leute, die deportiert waren, gleich und gleich getötet. Ja, totgeschossen, und da war das, deswegen nimmt die jüdische Gemeinde nicht in diesen Erinnerungen auf Auschwitz und den Holocaust teil. Aber nicht nur sie. Es gibt eine große Gruppe der Ungarn, die seit März jeden Tag demonstrieren, bei diesem Denkmal demonstrieren. Sie nennen sich lebendiges Denkmal. Lebendiges Denkmal heißt, wir sprechen nicht über die Vergangenheit. Die Vergangenheit zu verstehen und beurteilen, das ist unsere Gegenwart, das ist unsere Zukunft. Und darüber sprechen Sie, die lebendigen Denkmal, immer seit März, jeden Tag, wir sind im November, jeden Tag sind die Leute so, nicht dieselben Leute, nicht so viele Leute, 300 Leute vielleicht, aber sie sind jeden Tag dort, protestieren gegen die Verfälschung der Geschichte, mit dem Grund, dass Gedächtnispolitik nicht über die Vergangenheit, aber die Zukunft geht. Damit ist die Rede. Sie selber sind ja Zielscheibe geworden des zunehmenden Antisemitismus in Ungarn. Und wir haben ungarische Holocaust-Überlebende in Budapest sagen, von ihrer Angst berichtet. Sie haben gesagt, sie fühlen sich wie 1943, was eine sehr schlimme Aussage ist. Meine Frage, also kurz vor der Katastrophe heißt es ja, meine Frage, wie erleben Sie den Antisemitismus in Ungarn? Wie gefährlich ist die Lage in Ungarn für Demokratie, Freiheit und für die jüdische Bevölkerung? Und was können, Sie haben gerade von diesem hoffnungsvollen Beispiel des lebendigen Denkmals, der lebendigen Erinnerung berichtet. Wo sehen Sie sozusagen die Perspektiven in Ungarn und auch für ganz Europa oder für uns? Was können wir tun? Ich den Soziologen glaube, und wesentlich glaube ich den Soziologen, gibt es keine größere Prozentzahl der Antisemiten in Ungarn, sicher nicht größer als in Österreich, nicht größer als in Frankreich und in verschiedenen anderen Ländern, Polen mit den Begriffen, wo es überhaupt keine Juden sind. Das heißt, es gibt, ich sage die Zahl, 35% der ungarischen Bevölkerung hat ein Verhältnis zum Antisemitismus, nicht sicher praktisch antisemitisch, aber haben antisemitische Aussagen. Aber das Interessante in der ungarischen Politik, dass die antisemitischen Gefühle und Sätze, dass
bei der Parteilinie. Ja, das heißt, verschiedene Parteien haben ganz andere Prozentzahlen abgesammelt. Das ist einfach, das passiert nur in Ungarn. Und nach dieser Statistik, es tut mir leid zu sagen, vielleicht ist die Statistik nicht gerecht, zu sagen, die Jobbik, das extrem rechte Partei, 50% der Partei sind Antisemiten und 50% sagen, das soll ein Blödsinn ist. Ja, für das ist die extrem rechte Partei. In der Fidesz, 35, das ist der Durchschnitt. 35% der Fidesz-Mitglieder sind Antisemiten. Und dieselbe Prozentzahl in der Sozialistischen Partei. 35% sind auch in der Sozialdemokratischen Partei in demselben Sinn Antisemiten, als Antisemiten Fidesz sind. Und dann kommen die kleinen liberalen Parteien, wo man 8% oder 5% zählen kann, da ist überhaupt kein Antisemitismus existiert. Da sind sehr viele, diese sogenannten liberalen Parteien sind nicht nur linksliberale Parteien, linksliberale Parteien, aber wahrscheinlich sind solche Leute, wählen sie überhaupt nicht antisemitisch, bestimmt sind. Aber natürlich alle soziologischen Sachen haben ein Problem, denn es hängt davon ab, welche Fragen man stellt und welche Fragen man als antisemitisch antworten und nicht antisemitisch antworten schätzt. Ich werde nicht schwören, dass Sie recht haben. Ich wollte nur Ihnen antworten, dass in Ungarn kein größeres Antisemitismus ist, als zum Beispiel in Nachbar Österreich. Ich weiß nicht, ob die Österreicher mir sagen, dass ich recht habe. 35%, das sind. Aber das ist wichtig. Aber das Interessante an ungarischen Antisemitismus, das ist gefährlich. Das Antisemitismus und öffentlich auftreten kann. Dass Antisemiten im Parlament sprechen können, sie können antisemitische Sätze im Parlament selber ausdrücken, ohne Sanktionen zu treffen. Das ist das spezielle Fall. Deswegen fühlen sich einige Menschen in ihrer Sicherheit gefährdet, weil eben keine Sanktionen solche Gespräche, keine Sanktionen sie folgen. Das ist eine Spezialität der ungarischen Politik und das ist auch der Politik der Orbán-Regierung. Sie wollen mit allen Leuten in gutem Verhältnis sein. Ja? Und das geht doch nicht immer. Sie wollen auch Menschen von der Jobbik für sich in ihrer Reihe zu sehen. Und dann sagen sie, ja schön, wenn es solche Antisemiten ausdrücken, besonders von Jobbik, werden wir keine Sanktionen gegen ihn machen. Wir haben sowieso keine Sanktionen, das sind nicht so wichtig. Wir können frei sprechen und so weiter und so weiter. Was die Bewertung? Sehr viele ungarische Juden sagen, dass sie sich fürchten. Aber ich glaube, dass das nicht so sehr der Fall ist. Warum glaube ich? Natürlich, wenn man Fußball Match geht. Dort ist Antisemitismus ganz und gar auf der Bühne. Man hat skandiert zum Beispiel, der Zug geht nach Auschwitz, haben sie skandiert. Solche Sachen, eine Fußballmannschaft ist fürchterlich, aber man nicht über den Fußball spricht. Und die gehen doch, die intellektuellen Juden gehen nicht zum diesem Fußball. Es spielt sowieso, aber es gibt Furcht bei einigen. Aber interessanterweise niemand verlässt Ungarn. Wegen Furcht von Antisemitismus, sehr wenige Leute gehen nach Israel aus, oder Ungarn, sehr wenige Leute nach den Vereinigten Staaten, weil alle ungarischen Juden sind in Ungarn geblieben, die aus der Deportation zurückgekommen sind. In Budapest gibt es 100.000 Juden. Ja, und auch in dem Land gibt es Gemeinschaften und es gibt sehr viele gute jüdische Organisationen. Das muss man auch sagen, wenn man Antisemitismus spricht, dann sagen die Juden in Ungarn. Warum gibt es denn nicht Organisationen? Es gibt kulturelle Organisationen, religiöse Organisationen, die Hanukkah-Kerze wird auf öffentlichem Platz gezündet. Jeden Tag wird hier groß ungarische Intellektuelle über Hanukkah sprechen. Das heißt, es gibt eine mehr Leute und mehr Leute gegen diese Synagoge. Nicht der großen Synagoge, das ist beinahe ganz leer, aber es gibt kleine Synagogen, sie organisieren auch
nicht nur in Budapest, sondern in London und Sopat, auch in Niederhausen, in einen, so ich sage, es gibt Antisemitismus, seit ich auch Selbstorganisation der jüdischen Gemeinschaft. Außerdem, ich will dazu fügen, dass diese jüdischen Organisationen in diese nicht nur Juden teilnehmen. Sehr viele nicht jüdische Leute kommen zu diesen Gesprächen, zu diesen Organisationen. Und wenn man über Balintras spricht, dann glaubt man nicht, dass nur Juden zu Balintras gehen, dass die Hälfte sind nicht Juden, die dorthin gehen. Denn es, dann sind, haben Sympathie. Ja, schön, Philosemitismus, es gibt so etwas in Ungarn. Ja? Ja. Deswegen, wenn die Antisemiten es zum Beispiel beschreiben, wer ein Jude ist, dann werden sie staunen. Hälfte der Menschen, die als Jude beschrieben sind, keine Juden. Ja, sie sind ja unliberale Leute. Die haben überhaupt mit Juden doch nichts zu tun, aber sind Juden, weil sie Philosemiten sind, weil sie gegen die Europa-Regierung sind, weil sie gegen was gegen den Roma passiert. Sie empört sie, Rassismus empört sie. Da glauben sie, das sind alle Juden. Obwohl niedlich sein. Die liebe Geschichte, wunderbare Sache, Maria Ormus, niemand in seiner Familie war Jude gewesen. Aber es ist doch als Jude gekennzeichnet. In den halboffiziellen, aber nicht offiziellen antisemitischen Gespräch. Ich habe die erste Frage gleich, aber ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor ich gerne das Wort auch an Sie geben möchte, weil wir nun sozusagen einen Gast haben, dessen Leben sozusagen dessen Handeln, ihr Handeln so reich ist, also die Erfahrungen an den schlimmsten und auch an den kraftvollsten Erfahrungen, an den abgründigsten und an den hoffnungsvollsten Erfahrungen des letzten Jahrhunderts, haben Sie teilgenommen. Was ist Ihre Bilanz dieses Jahrhunderts? Was möchten Sie den nachfolgenden Generationen auf den Weg geben? Ja, schön, der 20. Jahrhundert. Es ist angefangen mit der Erbsünde von dem Ersten Weltkrieg. Erster Weltkrieg war Erbsünde gewesen. Ohne Ersten Weltkrieg gibt es nicht nur keine Zweite. Es gibt keinen Stalinismus, es gibt keinen Nazismus, es gibt auch keinen Faschismus. Das heißt, der Erste Weltkrieg war doch der Sündenfall Europas. Und Europa, ja, ich gehe zu einer Konferenz der Europäischen Union. Da kommen die Bürokraten und sprechen über hohe europäische Werte. Wie hohe, wunderbare Werte wir haben, wir sollen diese Werte verteidigen. Da stehe ich auf und sage, worüber sprechen Sie überhaupt? In Europa gab es vor 1954, aber auch nachher, wesentlich nur für 10 Jahre und maximum 20 Jahre Demokratie. Immer kam ein Führer. Immer kam ein Bonaparte von diesem Land, von anderen Ländern. Das ist Bonaparte, unser Bonaparte kam doch von Sardinien, unser Stalin kam von Gruzien und unser Hitler kam von Austrien, aber die kommen von den anderen Regionen, marginalen Regionen, sie werden die großen Diktatoren. Und die Menschen wollen, sie ehren diese Diktatoren. Natürlich ist es Furcht auch, die dazu sie bringen, sie zu hochschätzen und ehren und sie lieben und sie in ihnen verliebt zu sein. Auch verliebt zu sein, natürlich. Und auch die Deutschen waren doch nicht verliebt, die Russen waren selbst in Stalin verliebt, auch Ungarn waren für eine Zeit in Janusz Kadar verliebt. Also es gibt solche Lieben, gucken herauf auf den Führer, das sind die europäischen Werte. Terror ist ein europäisches Werk, Tugend und Terror, die schon die Jakobinen erfunden haben, sind die europäischen Werte. Unsere Werte sind sehr gebrechlich. Unsere Werte sind in unseren Theorien, in der Theorie der ersten Konstitution der Französischen Revolution. Das sind Werte. Aber gleich kam doch Jakobinismus mit Tugend und Terror. Und die Köpfe waren nicht zuerst über ISIS geschnitten, sie waren erst in der Französischen Revolution, in der jakobinischen Diktatur geschnitten. Wir haben Guillotine, einer nach dem anderen, durch den Guillotine. Und die Frauen saßen dort und haben gejubelt, weil sie das sahen, sie haben einen guten Spaß davon bekommen. Und das sind die europäischen Werte. Bitte, man nicht nur Deutschland. Nicht nur Frankreich,
muss mit ihrer Vergangenheit sich sagen, Vergangenheit in reflektieren, ehrlich reflektieren. Und nicht nur der Vergangenheit im Holocaust soll man reflektieren. Das passiert ja schon in Deutschland. Aber auch auf alles, was vor dieser Periode existierte. Wie das wirklich geworden ist. Es war nicht von der Luft gesprungen. Es waren die Vorbedingungen dieser antidemokratischen, totalitären, autokratischen Tradition. Und wenn man nur über die Europäische Union spricht, wir sprechen über Deutschland, Frankreich, das ist ja schön. Aber Griechenland war noch eine militärische Diktatur gewesen, Spanien war eine militärische Diktatur gewesen, ja, Portugal war auch eine militärische Diktatur gewesen. Worüber sprechen wir überhaupt? So, ich möchte, dass man mit der ganzen Vergangenheit sich auch auseinandersetzen muss, dass wir nur dann eine Zukunft haben in Europa, wenn wir die ganzen europäischen Vergangenheit uns auseinandersetzen, wenn wir bewusst sind, was Europa wirklich bedeutete. Europa hat sich, wenn es frei war, sehr wenig, wenn kurz frei gewesen war, seine Freiheit nie verteidigt hat. Nur die anglosächsischen Länder haben ihre Freiheit verteidigt. In Europa niemand hat die Freiheit verteidigt, bis zum heutigen Tag. So weiß ich nicht, ob das dazu sie fähig sind. Ich hoffe. Aber das stimmt dasselbe, was ich über die Erinnerungsarbeit gesagt habe. Auch in diesem Sinne braucht man Erinnerungsarbeit. Die Erinnerungsarbeit geht nicht mit 30 Jahren zurück. Es geht mit 200 Jahren zurück. Es geht zurück zur Entstehung der Nationalstaaten in Europa. Das ist auch, wo es zurückgehen muss, zur Entstehung der Nationalstaaten. Das über die ganze Vergangenheit bewusst zu sein, nicht so stolz auf die europäischen Werke. Ja, wir waren doch die weißen Leute gegen die Kolonien. Ja? Die waren schwarz und gelb und das war eine gelbe Gefahr gewesen. Ja, damals. Hat ich schon von gelben Gefahr gehört? Yellow Peril. Ja? Das war in meiner Jugend, glaubten alle in den gelben, dass die Gelben, nämlich die Chinesen, die ganze Welt erobern werden. Ja? Und ihre Kultur, die große europäische Kultur ersetzen wird. Das war Yellow Peril, das war die gelbe Gefahr, die gelbe Gefahr. Schau, darum sage ich, die Erinnerungsarbeit soll weit zurückgehen. Ich möchte einen Held erwähnen, der wirklich ein Held gewesen war und blieb, obwohl er ganz und gar, ich glaube, ganz und gar vergessen war. Das ist Jean Jaurès aus Frankreich. Vor zwei Gründen. Es gab den Dreyfus-Prozess. Die meisten in der sozialistischen Partei, Sozialdemokraten, dachten und sagten, warum sollen wir uns für einen jüdischen Offizier und Bourgeois engagieren. Und Jaurès sagte das Folgende, wenn der Direkte eines einzigen Menschen verletzt sind, dann sind alle unsere Rechte verletzt. Wir müssen verteidigen Menschenrechte. Nicht nur eine Menschen, wir verteidigen aber auch die Menschenrechte. Dieser selbe Jaurès glaubt an Internationalismus. Glaubt er, dass französische und deutsche Proletarier nicht gegeneinander kämpfen werden? Sie können nicht gegen. Sie sind doch Freunde. Sie sind doch keine Feinde. Warum sollen sie Feinde sein? Und da hat er eine Propaganda gegen den Krieg gemacht. Er war totgeschossen, wie Sie es sehr gut wissen. Und da kam es zum Krieg. Und dieser Krieg war der Triumph des Nationalismus. Und deswegen, der Triumph Nationalismus gegen, damals sagte man, proletarischer Internationalismus, wir können auch sagen, gegen die erste Idee der Europäischen Union, das war doch der Prinzip des Nationalismus. Und seitdem sind so viele Nationalstaaten zur Welt gekommen, ich kann sie auch nicht zählen, nach dem Ende von der Sowjetunion und Jugoslawien und anderen mindestens 20 neue Nationalstaaten sind in Europa geboren. Ja? Das heißt, wir müssen auch mit nicht nur Nationalismus, aber die Probleme der Nationalstaaten auseinandersetzen. Das meine ich nicht, dass Nationalstaaten ein Negativum ist. Das habe ich nicht gemeint. Aber natürlich wusste ich, dass vor den Nationalstaatenkriegen normalerweise religiöse Kriege waren, wie sie jetzt
in der anderen Teil der Welt sind, hat 30-jähriger Krieg, Protestanten und Katholiken, da haben einander getötet. Nationalstaaten haben hier ein Ende gemacht mit religiösen Konflikten, Nationalkonflikten haben religiöse Konflikte einfach ersetzt. Darüber war Reden 1919. Und mit dieser Geschichte wird auch sehr gut uns auseinanderzusetzen. Das ist das, das du hast mich gefragt, was meine Perspektive für die Zukunft ist. Und ich glaube, sage dasselbe, was ich über die Erinnerungsarbeit gehabt, dass mit uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist die einzige Garantie für eine Zukunft. Was für eine Zukunft, das ist offen. Als ich ein utopischer Marxist gewesen war, glaubte ich die Vereinigung des Gattungswesens und der individuellen Menschen. Und auch später für eine Weile glaubte ich in der Perfektibilität des Menschen. Das war auch ein Gedanke von Immanuel Kant, einer seiner Gedanken. Er hat bessere Gedanken auch gesagt, Perfektibilität. Er glaubte nicht in die Perfektibilität der Menschen. Ich glaube, dass man die Menschen nicht besser werden, nicht moralisch besser werden, nicht aufrichtiger werden. Ich glaube zusammen mit Kant, dass wir solche Gesetze brauchen, unter denen auch das Geschlecht des Teufels sich als anständiger Mensch benimmt. Ich glaube, dass wir das für die Zukunft, dass wir brauchen solche Institutionen und Gesetze, unter denen auch der schlechte Teufel sich als anständige Leute benimmt. Das ist meine Zukunft für die, das war die Konzeption für die künftige Zukunft. Ja. Und du wirst mir übersetzen die Frage, denn ich verstehe diese Maschine nicht. Es gibt ganz wenige Menschen, die in zwei Systemen bewusst erlebt haben. Ich habe zwei Fragen. Sie haben vorhin gesagt, dass die Erscheinung der Gesellschaft gut ist und das Wesen ist das Schlechte. Meine Frage lautet: Waren das Wesen von Faschismus und Sozialismus gleich? Die erste Frage. Und die zweite Frage, woran ist der Sozialismus gescheitert? War die Idee falsch oder die Praxis? Erstens, da möchte ich die zweite Frage gleich kommen. Der Sozialismus, die Ideen waren schön, aber der Praxis war gleich schlimm gewesen. Es begann in 1902 mit dem Parteistatut bei Lenin formuliert, der sogenannte demokratische Zentralismus, dass die ganze Partei, die Partei zentralisiert von den Zentralen, kommt alles von der Zentrale. Und Lenin hat auch gesagt, dass die Arbeiter sich sehr gern haben, Befehle zu folgen, sie sind dazu gewöhnt, nur die Bourgeois diskutieren im Parlament, was überhaupt keinen Sinn hat, Diskussionen haben keinen Sinn, man muss handeln. Das ist die Sache, diese Idee, das war die totalitäre Partei erfunden, alle haben diese Parteimodell übernommen, auch Hitler, Mussolini, der noch gut mit Lenin befreundet war sowieso, aber später Faschist wurde, sie haben dieselben Idee, der Sinne der Konstitutionspartei, der Partei Statuto, ja, anerkannt. Und das ist doch der Kern. Das ist der totalitäre Regierung. Man hat eine totalitäre Partei, dann diese totalitäre Partei kann die Macht erobern, dann ist eine totalitäre Staat. Die totalitäre Staat kann die ganze Gesellschaft totalisieren, da kommt die totalische Gesellschaft. Natürlich, verschiedene totalitäre Regierungen haben verschiedene Ideologien. Alle illegalisieren die Opposition, das heißt, es gibt überhaupt keinen Pluralismus, eine Art. Aber sie haben verschiedene Ideologien und deswegen sind verschiedene Sachen verboten. Verschiedene Sachen, die man machen darf. Zum Beispiel, ich war in Iran. Iran ist auch eine totalitäre Regierung,
aber als ein religiöser Fundamentalismus und nicht wie Nazismus und Sowjetunion kein sogenanntes säkulares Fundamentalismus. Aber die Ziele sind verschieden, die ideologischen Ziele sind verschieden. In Deutschland war es verboten, mit einem christlichen Mann mit einer jüdischen Frau zu Bett gehen. Das war erlaubt in der Sowjetunion, das ist auch in Iran erlaubt, ja, verständlicherweise. Das ist kein Problem. Aber in Iran gibt es keine Ober, denn man glaubt, dass die Stimme der Frauen die Männer verführt. In der Sowjetunion und in Deutschland gab es Oper, doch eine große Oper. In der Sowjetunion, da durfte man kein Privateigentum haben. In Deutschland und Irak kann man Privateigentum haben. Das heißt, immer andere Sachen sind verboten und andere Sachen sind erlaubt. Aber immer die Partei entscheiden, was erlaubt ist und was verboten ist. Kann auch ein sich das Problem. Können sie sich ändern. Etwas, was verboten war, kann vielleicht erlaubt sein. Das heißt, abstrakte Kunst war immer verboten. Die Sowjetunion war auch in Deutschland verboten. In diesem Sinne waren sie entartete Kunst, war doch in beiden totalitären Regimen verboten, aber sicher nicht im faschistischen Italien. Die waren ganz modernistisch. Ja, das heißt, die sind verschieden, aber haben etwas, den Kern der Gesellschaft, Kern, den institutionellen Kern und auch wie dieser Kern operiert. Nicht die Ideologie, aber die Struktur ist gemein. Und das war die erste Frage. Ich habe beinahe vergessen. Das war die zweite Frage. Sie haben eine erste Frage gestellt. Ja, die erste Frage um das Wesen beider Systeme gleich war. Das Wesen, Sie haben Wesen. Ja, natürlich. Das war ein Witz gewesen. Denn das hat ein Freund über mich gesagt. Denn ich sagte, alles ist schlecht, was man in Ungarn macht. Das ist fürchterlich. Aber Kommunismus ist selbst sehr gut. Aber sie machen es in der schlechten Weise. Sie verderben es. Die Leute, die es machen, sind korrupt. Haben keine Ahnung, was wirkliches Kommunismus ist. Das war meine Meinung. Das ist natürlich lächerlich. Lächerlich gewesen. Ich habe nur damalige Meinung beschrieben. Eine illusionistische Bemerkung. Ja. Sie haben sich ja die Ausstellung angesehen. Ja. Und die beiden Themen, die Sie am Anfang hatten, der Blick der anderen und das Gewissen als die Autorität. Hier kann man ja in der Ausstellung sehen, wie unglaublich perfekt es funktionierte, beides abzuschirmen, sich vor beidem zu immunisieren. Die Ingenieure, die hier an den Tischen standen und die Konstruktionen machen, hatten den Blick der anderen ja nicht auszuhalten. Natürlich, sie hatten die Stimme des Gewissens war stumm. Ja. Also das ist das eine. Und das andere, diese Immunisierung des Gewissens, indem man die Frage nach dem Gutsein umkehrt. Gut als das Gegenteil von schlecht. Guter Ingenieur, nicht schlechter Ingenieur. Wettbewerb um die besten Lösungen für eine Todestechnologie. Und die moralischen Fragen dann abgelegt auf ein ganz anderes Gleis und das sogar noch 1945, als die Firma sich an der ersten Wirtschaftsmesse, Trade Fair, beteiligt hat und sagte, an unserer Wiege stand nicht Kapital, sondern Tüchtigkeit, Erfindungsgeist und Schaffensfreude, Pate. Die sollen sich nun wieder bewähren. Wieder bewähren kann sich ja nur, weil sich schon bewährt hat. Und während der Zeit waren alle Ingenieure, die diese menschenverachtenden Ofensysteme und die Optimierung für die Gaskammertechnologie gemacht haben, noch vor Ort. Das heißt also, diese perfekte Immunisierung, oder wenn der Ingenieur Sander sagt, es sind kriegsbedingte Sondersituationen, die derartige Verfahren erzwingen. Und wir wissen, es war seine Eigeninitiative. Er hat gar keinen Auftrag bekommen für einen Ofen, den die SS nicht mal
bestellt hat. Also diese ganzen Versuche, Gewissen zu immunisieren, wie würden Sie sagen, sollen wir heute damit umgehen, dass man diese Fallstricke, diese Fallen erkennt, im Umgang zum Beispiel mit das Wissen jungen kann man Leuten. Immer dämonisieren, natürlich. Aber ich möchte mich an Thomas Mann berufen, in seinem Buch Das Gesetz. Wenn er über Mose spricht, der uns Gesetz auf der Seine gab, und er fügt dazu, wir verletzen die alle, Tag bei Tag verletzen wir die Gesetze. Aber wir sagen nicht, dass sie nicht gültig sind. Das ist die Spezialität des Narzissmus, dass sie sagen, dass es nicht gültig ist. Dass der Gegensatz gültig ist, dass es nicht gültig ist. Und das ist das Böse. Nach Thomas Manns Konzeption im Gesetz ist das Böse. Natürlich, diese Leute haben kein Gewinn. Es kommt vor, dass Menschen nicht wissen, was passiert. Ich kann mein eigenes Beispiel geben. Ich habe ein schlechtes Gefühl in 56 Jahren, dass ich etwas nicht gegen das Regime ausgesprochen habe. Das heißt, ich habe über Gulag wirklich nicht gewusst. Das ist wahr. Niemand hat gewusst. Aber ich wusste doch, dass wir von der ersten Etage unseres Hauses zwei junge Menschen eines Tages verschwunden waren und nie zurückkamen. Das wusste ich. Warum dachte ich nicht nach? Warum habe ich von diesen Denken keine Konsequenzen gezogen? Das ist, dass alle haben wir eine Verantwortung, die einem totalitären Regime lebt, bis zu einer Weise, wir sind verantwortlich, dass dieses Regime wirken konnte. Dass unsere Unwissenheit gibt ein, wie sagt man, du hast es gesagt, eine Grenze der Unwissenheit. Wenn man natürlich in Auschwitz ist und sieht, was dort geht, natürlich müssen sie sehen, dass haben sie die Grenze überschritten, können sie nicht so benehmen, als sie nur Ingenieure wollen, die eine gute Arbeit ausführen sollen. Das ist eine Selbstlüge und die Selbstlüge ist nicht dasselbe als verzeihende Unwissenheit. Es gibt so etwas. Und für heute kann ich auf diese Frage nicht antworten. Leute, wir haben die Möglichkeit, die Sachen durchzusehen. Und wer die Sachen nicht durchsieht, ist verantwortlich, dass sie oder er die Sachen nicht durchsieht. Aber auch diese sind verantwortlich, die den Leuten nicht helfen, die Sachen durchzusehen. Die passiv sind, die apathisch sind, die nicht zum Wahn gehen, die sagen sowieso ganz gleichgültig, alle Partner sind Schwindler, die Politik sowieso schmutzig, das wird interessiert für die Sache nicht. Diese Leute haben eine negative Verantwortung. Eine Verantwortung für das, was sie nicht getan haben. Nicht eine Verantwortung für das, was sie de facto getan haben. Nach Hannah Arendts Tod übernahm sie ja ihren Posten in der Universität als Lehrerin. Bitte? Nachdem Hannah Arendt 1975 gestorben war, übernahm sie ja ihren Posten in der Universität als Lehrerin. Kannten Sie Hannah Arendt auch noch persönlich? Ich habe Hannah Arendt nie gekannt. Als sie gestorben war, hatte ich noch keinen Reisepass aus Ungarn. Hatte ich keinen Reisepass bekommen. Ich habe einen Reisepass bekommen, wenn ich nach Australien auswanderte. Da war Hannah Arendt schon nicht im Leben. Sie hatten gesprochen, dass die Werte in Europa rüffig sind. Also was die Freiheit angeht in Europa und wo Europa in der Vergangenheit war. Es gab ja eben viele Kriege und viele fürchterliche Dinge, die Sie gesagt haben. Wie bewerten Sie denn die Situation, dass derzeit Millionen von Flüchtlingen unterwegs sind und nach Europa wollen? Europa, so wie es mir scheint, überhaupt gar keine Haltung dazu hat. Was bedeutet der millionenhafte Flüchtlingsstrom, der nach Europa möchte, für die Werte und Freiheit in Europa? Das ist eine sehr schwere Frage.
Wenn ich über Freiheit in Europa spreche, heutzutage, wenn man über politische Freiheit, nicht andere Art der Freiheit spricht, spricht man auch die Institutionen über eine Demokratie. Die Frage ist, wie viele Ausländer, wie viele Leute, die aus Afghanistan oder Pakistan und so weiter kommen, soll man in Europa in verschiedenen Nationalstaaten hereinlassen? Sie gehören nicht zu Nationalstaaten. In ihrer Tradition gibt es überhaupt keine Nationalstaaten. Was sollen wir machen? Als Beispiel möchte ich sagen, dass ich ein Buch eines kleinen, jungen Menschen, sieht nur jung, er ist schon 22 Jahre alt, aber von Afghanistan nach Italien kam, er wanderte 4 Jahre in verschiedenen Plätzen und dann kam er nach Italien an. Und von seinem Buch wusste ich, dass in Afghanistan junge Kinder vor ihren kleinen Heimen sitzen und über Europa träumen. Dass sie träumen über Europa. Europa ist das gelobte Land für diese Leute. Und sie wollen zum gelobten Land. Wenn sie zum gelobten Land kommen, dann stellt sich aus, dass es nicht so gelobt ist. Es kommt zu Konflikten. Und die Konflikte, ich möchte beide Parteien verstehen. Die Konflikte, sie glauben, sie nicht anerkannt. Sie bekommen nicht dieselbe Behandlung.